Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trouble in Terrace Town mit dem Esel, der hier vor mir steht, mit dem Hommes, mit dem Feldo, mit dem Rudolfus. Hi. Hi. Hallo. Ja, mit dem Feldo, habe ich ihn schon genannt, ich glaube nicht. Und dann mit hier. Das ist unwichtig. Hallo. Ich bin Detective Hallo. Und bei Oh. mir steht der Rex. Hallo. Also wenn ich gleich nichts mehr sage, dann ist der Alex. Ich bleib bei dir stehen, ich bin Dings, ich bin innocent. Ja. Jo. Na, er schießt mich doch, wenn du mir nicht glaubst. Nee. Wer ist denn da oben überhaupt? Pierre? Nee, keine Ahnung, meinst du es? Wusste nicht, wer das da oben ist. Meinst du da oben, dieses Kill-Wille-Ding da? Nee, wer Hallo auf Pierre. Der Brücke ist. Don't Hallo, Bedolfus. Ich bin den G-Man lustig. Ich hör schon wieder Schüsse. Ja. Wir schießen hier was kaputt, oder das funktioniert nicht, Sepp. Warte. Ich bleib bei Sepp. Ich bin runtergelaufen. Hallo. Nee. Rudolfus ist hier und Feldo ist hier. Ja, hi. Und Sepp ist Solange hier. Wir alle zusammen ja. sind, ohne dass es eine Jihad-Bombe gibt, sind wir eigentlich es sicher. Es gibt leider irgendwie keine Jihad mehr. Die ist irgendwie raus. Ja, Alter! Mami! Es gibt doch eine Jihad-Bombe. Alter. Es gibt doch eine Regenbogen-Jihad-Bombe. Ja, wow. Aber nicht so viel bringt wie eine Jihad-Bombe. Nein. Da ist gleich einmal reingelaufen. Also ich chill hier gerade. Wer ist denn das hier? Oben. Ich sehe den scheiß Strahl. Wer ist auf der Brücke? Ich hab nur gesehen. Wann ist denn der scheiß Strahl weg? Da kann ich identifizieren gehen. Ja, voll Strahl auch mal. Yo, confirm dead. Wow. Nächster Strahl. Okay, oh, ich war auf den Schild geschossen. Ich glaube, das war der eine von der Brücke. Ja. Nein. Das ist... Ja. Yeah. Nein! Fuck. Scheiße! Bam! Ey, ich weiß nicht, wie man diesen Strahl sehen soll oder ob da irgendwas. Also, ich habe eigentlich. Ich habe keinen Strahl gesehen. Ich habe nichts gesehen, ich bin da einfach lang gelaufen und bin dann gestorben. Ja, das ist. Wie kann man da, normalerweise sieht man so eine Stelle. Ich weiß es nicht. Ich kann hier einfach. Ach, du immer mit deinen Scheiß-Dreck ist alle Dinger, nein, ohne Scheiß. Kann man es irgendwie unterbinden, dass jemand was irgendwo hinsprayt? Konsolentechnisch? Keine Ahnung. Ich such da mal irgendwann nach, wenn ich sagen, genug Zeit habe. Ich bin im Gruselraum, Leute. Ich bin im Babyraum. Oh. Alter, wo bin ich denn jetzt? Sorry, ich bin voll verkackt, Mann. Ja, ist nicht schlimm. Ich komme aus dem Babyraum raus. Ich bin froh, dass ich Bedürfnis gekriegt habe, irgendwie. Ja, ich hab alles noch ganz voll Hi. Gekriegt habe. Der Baby war ein bisschen. Boah, damit ist er tot? Hi. Aber sind wir noch im Preparing? Keiner Achso, wir sind noch im Preparing, scheiße. Fallschaden. Ich war schon gerade anfangen zu schießen. Scheiße, Mann. Fallschaden fällt um. Oh! Ey! Einer ist gestorben. Ja, durch Pia. Ich hab den schießen Fuck. Sehen. So, ich konfirme. Ja, war ein Töter. Dieser böse Pia schon wieder vor allen Dingen. Wie oft ist der Traitor? Der ist echt dauert. War der nicht gerade schon Traitor in der letzten Runde? Oder bin ich einer steht da auf dem Dach. Ja, das bin ich. Alles klar. Das ist der Hommes, wie er sich bewegt in dem Outfit. Okay. Wer lebt denn jetzt noch alles? So, Alex und Pierre auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Und Feldo ist auch verdammt ruhig. Der ist sonst eigentlich nie so ruhig, wenn er am Leben ist. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wir schießen da die ganze Zeit eigentlich. Ich hab Angst vor dir, Sepp. Ich sag, der Flo ist es. Der Flo hat auf mich geschossen. Ja. Also mein heißer Tipp für den zweiten Traitor des Tages, Flo. Ach, ist einer schon tot, oder was? Oder ist einer confirmed? Na, ist einer schon wieder... Ach, kacke. Pia lebt wieder. Dang it. Also... Hast du wiederbelebt, oder was, Sepp? Nee, aber ich kann sehen, dass... Ach, süß. Ein Regenbogen. Ich kann sehen, dass Pia bei den. Okay, ich kann bestätigen, dass Sepp es nicht war. Ja, weil du gerade einen Regenbogen auf ihn geschmissen hast. Nein, hab ich nicht. Dann erklär mir doch mal sonst, wie da ein Regenbogen hochkommt. Ja, wahrscheinlich, weil ihn irgendein Traitor da hingeworfen hat, ne? Und es waren weder Sepp noch ich.
weil Sepp und ich uns gegenseitig angeguckt haben und währendessen der Regenbogen sich, da draußen ist oben. Ja, das heißt, es können nur Pierre sein, also ich verschwörze mich einfach, der wieder da ist, oder, und der zweite ist entweder Feldo oder Bedolfers. Also ich verschanze mich einfach unten in der Dingens und jeder, der zu mir kommt, wird sterben. Ja. Sind wir damit einverstanden? Ähnlich. Ich verschanze mich auch einfach da unten in der Dingens und warte, bis irgendjemand versucht, mich zu killen und dabei stirbt. Ja. In einem Punkt, wo ich nicht ganz so einfach gesniped werden kann. Genau. Nämlich nahezu gar nicht. So am I. Gehen wir doch mal gucken, wer noch alles da ist. Der Hommes, ist der Hommes noch da? Ja. Guten Morgen, Hommes. Ist der Bedolfers noch da? Nee, bin leider gerade gestorben. Willkommen zurück, Pierre. Du darfst im Übrigen wieder reden. Hallo, Pierre. Nee, ich glaube, der Pierre ist immer noch tot. Er tut einfach so, als wäre er tot. Feldo. Feldo? Ja, ich denke... Ich denke, Feldo ist es, weil er sonst... Ich glaube, Feldo ist tot. Sonst wird er doch als Missing in Action angezeigt werden, oder nicht? Wenn du Traitor bist, ja, sonst nicht. Nicht? Okay. Weil bei mir wird er nämlich noch als lebend angezeigt. Der Einzige, der bei mir confirmed dead ist Alex. Genau, und vorher waren das Alex und Pierre, aber da Pierre wiederbelebt wurde, willkommen zurück, Pierre, du darfst im Übrigen wieder reden, würde ich behaupten, ist es der Pierre und... Gute Frage. Auf jeden Fall ist irgendjemand gerade auf dem Weg zu dir, Sepp. Ja. Weiß aber nicht wer. Und zwar die Traitor. Einer davon down? Ich frag mal ganz kurz, so ganz nebenbei, die beiden Volldeppen Sepp und Flo, wenn ich sage, Pierre hat Alex erschossen und ich Pierre erschieße und ihn konfirme, wieso kommt ihr dann drauf, dass wenn ich die Fresse halte, dass ich es lebe und Traitor bin? Ich bin Bedolf, was die ganze Zeit rumlabert. Entschuldigung, als ich zu laut bin. Überleg mal bitte, warum sollten wir denken, dass du noch am Leben bist? Weil wir vielleicht diese Aussage gar nicht mitbekommen haben? Hä? Wenn ich sage, ich erschieße Pierre und ihn konfirme! Und warten, dass irgendjemand versucht, und wenn wir diese Aussage gar nicht erst mitbekommen haben? Ja, dann seid ihr dämlich! Punkt. Nein, dann haben wir einfach nur uns auf irgendwas anderes gerade... Ich hab so eine laute Stimme! Ja, dann schrei das nächste Hello. Mal einfach, dass du es nicht bist. Oder ich du... will's nicht! Hallo? So, zufrieden? Hallo? Nein. Wie kommt man da hin, wo der Hommes immer war? Ich weiß nicht. Indem du deiner Mutter einen runterholst. Punkt. Internet. Hello! Detective. Aber Bedeutung, wie macht man den scheiß Aufzug an, Mann? Der wird gerade draufgedrückt, ist nichts passiert. Weiß ich nicht. Wir gucken uns das gemeinsam an. Ich hänge fest. Obwohl, wir gucken uns das vielleicht doch nicht gemeinsam an. Das kann eine gute Falle sein. Alex, geh dir mal zum Pferd rein. Hier? So. Ich hab keine Waffe mehr. Also dann holst du gleich in das Silence AWP raus. Dann killst du mich vorher. Also ich kann gar nicht reagieren, Mann. Ja, komm rein. Ich hab einfach den Knopf gedrückt. Ich auch, aber dann ist aber nichts passiert. Schwörst du, dass nichts passiert? Alex. Oh, jetzt bewegt sich. Bei mir war der Fahrstuhl uns gerade unsichtbar und wir sind einfach hochgeschwommen. Alex und Feldo? Ja, Entschuldigung, dass ich deine Augen habe ich aufgehoben gerade vom Boden. Ja, ich hab's gesehen. Bye, G-Man. So, komm, ich geh wieder runter. Fuck. Nein, Pia. Hallo. Ganz dumme Idee. Alter, wirf dich auf mich! Was? Ich? Oder was? Ich hab Schaden gekriegt. Ich hab nicht auf dich geschossen. Alex. Mann, da durch? Warum schießt der Hommes auf mich? Gibt's dafür einen Grund? Ich schieß gar nicht. Nein, kann man nicht. Alter. Fuck. Wer schießt denn da? Der Pia ist gerade gestorben, oder was? Ganz so. Reicht schon mal. Alter, der Hobbit sieht da so böse aus. Ich möchte einfach nichts mit ihm zu tun haben.
Weiß ich nicht. Und wie komme ich hier runter, ohne zu sterben? Weiß es nicht. Voll? Ich hätte mit dem Fahrstuhl fahren sollen. Aber da unten wartet wahrscheinlich ein Treter. Ich hab mich gerade verlaufen. Such gerade mal einen unbeschadeten Weg nach unten. Alex hat versucht, mich umzubringen. Auch immer. Internet, und Alex sorry, war... Lol. Körperfeld. Aua, aua. Okay, Alex hat auf mich geschossen, ich habe Alex erschossen, ich bin Inno. Und ich habe ihn nach drei Schüsse gefunden. Ich fahr jetzt gerade hoch. Das war ich. Ich habe gerade hier versucht, Glasscheiben zu zerschießen. Soll ich dich erschießen, Feldo, oder was? Nein, bitte nicht. Ich bin Inno. Boah, wenn man hier unten in diesem Dings rumläuft, ne, das... Moment mal. Das klingt so eklig. Irgendeiner von euch beiden ist Traitor. Warum? Ja, dann ist Storm. Weil wir noch zu dritt sind. Dann lass uns runterfahren, Feldo. Obwohl, also ich fahr alleine runter. Aber du mal alleine? Geht nicht. Ja. Pass auf, der sitzt da schon wieder an seinem Sniper-Spot, ne? Und versucht zu snipen. Okay, ich bin bereit. Der Fahrstuhl funktioniert gerade irgendwie nicht. Ja, ich glaube, den hat er eventuell ausgeschaltet. Das ist interessant, dass wir der Pierre war doch Traitor. Ja! Lol. Oh! Okay. Oh, oh, ey, nein, gib mir eine richtige Waffe. Was, wie hast du das gemacht? Lol. Also, ich werde den Hobbys jetzt erschießen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, ne? Obwohl. Bin jetzt immer auf seinem Sniper-Spot. Ja, pass auf, dass er nicht zur Pierre-Leiche geht. Ja, die Pierre-Leiche liegt unter dir irgendwo im Keller. Der Pierre war übrigens wieder am Leben. Ich habe ihn erschossen. Scheißegal. Pierre lebt immer noch. Was? Doch, meine Anzeige lebt ja wieder. Nein, der war übrigens ganz unten da im Keller. Ja, der ist noch tot. Da liegt ein Andi daneben. Ach, das bist du. Ich wollte jetzt gerade auf dich schießen. Nee, bitte nicht. Ja, habe ich auch sein gelassen. Also guck. Guck du einfach dahin. Ich deck den Rücken. Du deckst mir den Rücken, ich deck dir den Rücken. So, ja, um hier rüber zu kommen, muss er erstmal zu dir rüber. Echt? Okay. Obwohl, ich guck mal nach. Nee, scheiße, da gibt's noch einen Weg. Ich glaube, hinter dir ist auch noch ein Weg irgendwo. Ja, nee, der eine Weg, der führt immer zur gleichen Stelle und dafür muss man da unten rum. Ich hab Schüsse. Ah, ich sehe. Ja, das war ich. Oder? Hab ich ihn gesehen? Nee, ich hab ihn nicht gesehen. Was? Ich glaube, ich hab gerade verletzt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Pass auf, das werde ich nicht snap mit der Silence gleich. Ja, wenn, dann schreie ich laut. Also tue ich zwar, aber dann bin ich gemutet und du wirst davon nichts mitbekommen. Ja, der Fahrstuhl unter mir ist, glaube ich, gerade betätigt worden. Fahrstuhl unter mir, Feldo, guck mal ins Fenster. Ist der Fahrstuhl hochgekommen? Nee, der Fahrstuhl blinkt ja immer noch und blitzt. Der funktioniert anscheinend nicht mehr. Dachte, ich hätte irgendwas gehört. Irgendwas ist gerade im Raum unter dir passiert. Da blinkt gerade Licht. Also in der obersten Fensterreihe von den dreien, die es gibt. Neben einen ganz unten ist hier irgendwie... Welcher Schüsse? Auta, ich bin angeschossen worden. Wo? Von wo? Von unten. Von unten. Bleib in Deckung, bleib in Deckung. Ich sehe ihn. Wo ist er? Lol. Der Fluss tut mir so leid. Ich wollte ihm gerade einen Headshot geben, da hat er mich instant weggeknallt. Geronimo! Ey, das hat... Komm mit. Das hat so gewirkt gerade, als hättest du mir instant zwei Schüsse direkt gegeben. Ich hab dir auch schon ein paar Schüsse gegeben, aber ich glaube nicht, dass es nur zwei waren. Also, Fall, du bist gemutet, wieso? Die Runde ist vorbei. Weil ich gerade mit jemandem rede. So, jetzt haben wir schon zwei Leute. Was läuft bei euch, Alter? Ja, aber ich war gerade auch gemutet, das war auch geil. Mein Bier ist schon wieder leer. Ich hab das auch gerade vercheckt. Ich war gerade die ganze Runde gemutet und wundere mich, warum es keiner hört. Man kommt nicht auf den, man kann den Auftritt nicht betätigen, wenn er oben ist. Das ist voll kacke. Ich jetzt wieder zu hören? Ja, irgendwie kann man das sehen. Yay! Doch, ich hab voll verkackt. Alter, der Hobbit hat so solche Laufwege. Guck dir das mal an, wo er langläuft. Du bist mir instant ein Headshot. Ja. Direkt tot gewesen. Nicht, ich hab nämlich Pierre umgebracht, aber es hat keiner gehört, als ich gesagt habe, Feldo, ich hab was gesagt gehabt, aber das hast du natürlich nicht gehört, weil ich gemutet war. Achso. Ich hatte gesagt gehabt, dass ich eigentlich, dass Pierre Dings getötet hat und ich Pierre dafür erschossen hab. Aber das hast du natürlich nicht mitgekriegt. Ja, das habe ich leider nicht mitbekommen. Ja, ich habe die scheiß Taste aus meinem Mischpult gedrückt, dass ich gemutet bin. Das hat mir auch in der Aufnahme nicht gehört bei mir. Ja. Ich wollte nicht danach treten. Nein! Leute, wow. Was macht ihr beide da? Ich komme nicht mehr raus! Bist du auch hier? Nein. Der Pierre und der Esel wollen mich, glaube ich, gleich mal... Ich häng fest, Mann! Ich komme hier auch nicht mehr aus dem Dings raus. Bleib fest, Gang, kannst du was antun. Okay. Jetzt bitte rausgehen. Mach bitte die Tür zu. Will ich doch machen! Es geht aber nicht.
Ja, Leute, habe ich mich gerade ein bisschen umsonst aufgeregt, über dass ihr nicht zuhört, aber ihr war ich gemutet. Er war schief doch. Also, Feldo ist gestorben. Feldo. Ich habe auch gesagt, Pia ist es. Und es hat keine Sound. Okay, und er war nicht gemutet, also, ja. Und ich war nicht gemutet. Vor allen Dingen hier, Budolfus und Flori, müssen wir öfter zuhören, ne? Flori hat nichts gekillt, Feldo getötet. Ihr beschäftigt euch immer mit euch selbst, ja, aber hört nie zu. Ich nochmal damit. Ja, was ist denn los? Sag nochmal. Flo hat Feldo getötet. Er wollte mir meinen Spot klauen. Wow. Mein Sniper-Spot. Wow. Er war innocent. Tut mir leid. Ach Gott, Alter, Leute. Also, Flo ist safe. Oder bist du immer noch im Raum drinne? Okay, wir sind noch drinne. Ich bin immer noch im Raum drinne. Wer ist denn noch gestorben? Ich hab Glück gehört, wie jemand gestorben ist. Durch Fallschaden. Feldo? Ich gucke. Feldo ist ja schon voll tot gewesen. Ich komm hier echt nicht raus, ne? Geil. Awesome. Ja. Hi, ich komm hier nicht raus, Esel. Doch, warte mal, da ist eine Leiter irgendwo. Hier ist die Ranken, aber da kommt man nicht hoch. Nee, irgendwo ist eine Leiter. Geil. Esel, Pia, ja komm, Pia. Was hast du gerade sogar Giesen gesagt? Nein, ich hab gesagt Esel. Nein, Alex. Ach so. Ich hab Esel verstanden, Thomas. Alex? Ja, genau, hier hinten. Hier ist die Leiter. Was? Ach, da hinten ist die Leiter, what the fuck? Als vorhin vor der Flo? Der Flo ist gerade irgendwo fallgeschadet worden. Ich finde aber sei nicht das Leiche, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann gucken wir unten. Hier. Alter! Ich will da unten nicht hin, ich hab gar nicht, dass ich da nicht rauskomme. Deswegen. Was ist das denn? Da schreien irgendwelche Leute bei mir rum. Nur für die. Also, wer möchte jetzt noch irgendwie. Wer lebt noch? Also, ich lebe noch auf jeden Fall. Das hat... Ach, ich kann mir was kaufen als Detective, fällt mir gerade ein. Bitte? Sepp ist gerade neben mir gestorben. Sorry. Aber ich bin's nicht, obwohl ich was. Ich fange den Aufzug hoch. Sepp steigt ein. Der Aufzug kommt oben an. Sepp stirbt einfach. Instant. Ich hab nichts gemacht, Bedolfus. Ja, confirm mal. Der ist einfach nur gestorben. Geh mal runter und guck mal, ob du den Sepp confirmen kannst. Der ist unter dem Dings. Ich komm da nicht hin. Der ist unter dem Fahrstuhl. Krieg den da nicht weg, ohne dass er mich tötet. Ich dachte, er wäre tot. Ohne dass ich ihn confirmen kann, weil er liegt genau unter dem Fahrstuhl. Do you know dann what muss, I mean? Ja, du kannst doch das mit dem Seil und einen anderen Weg gibt's auch runter. Was? Es gibt auch einen anderen Weg runter. Wenn du aus dem Fenster rausgehst, aber irgendwie habe ich langsam das Gefühl, dass wir beide die Einzigen sind, oder? Nein. Du weißt, die Leute halten nochmal gerne die Fresse. Und da bin ich nur an Schuld. Wo denn? Welchen Weg meinst du denn? Ich schieße es nicht auf dich. Aber welchen Weg meinst du denn jetzt hier? Wenn du aus dem Fenster rausgehst und dann aufs Dach. Ach, da unten, das Silo, gell? Warte mal, ich komme da nicht hin. Ich hab Angst. Mann. Ich hab da Angst, runterzugehen. Ich steppe schon direkt. Hä? Denn? Nein, ich sterbe! Und tschüss! Tschüss, Pia. Okay, es war so, Pia. Ernsthaft? Oh, ernsthaft? Nice, Sepp. Boah, Sepp, du bist jetzt in den Aufzug gestorben. Ernsthaft? War der Sepp dein Kumpan oder was? Ja. Weißt du, ganz so bittere Runde von euch, ganz bitter. Und Flo, was soll eigentlich der Scheiß? Voll verkackt. Das kam mir merkwürdig vor, dass du mir meinen Platz klauen willst. Ja, deswegen schießt du mir in den Rücken, obwohl du einfach... Ihr seid alles solche Helden. Ja. Ach, sorry, Alex, das war aber so geil einfach nur. Ich nutze wieder meine Situation da aus, ey. Ja, ist wirklich so. Welche Situation? Ja, dass ich dann in dem Loch drin war. Hier. Ja, alle nutzen meine Situation aus und lachen mich aus, wie ich da im Fahrstuhl sterbe. Scheiße. Das war scheiße, Sepp, Mann. Ich muss ja lachen, damit es nicht auffällt. Du kannst ja wirklich ja lang genug, Hi, Sepp. Wirklich beeinflussen. Ich hätte dir fast geglaubt, Sepp. Ach. Mir? Ihr wisst, was meine Pierre. Ich bin Detective egal, wie gesagt. Deswegen kann ich, kann ich auch mal testen. Übertreib halt! Schöne Sache. Wer war das jetzt? Keine Ahnung. Also ich war's nicht, so viel kann ich sicherstellen. Ich auch nicht. Bitte den Aufzug runter, Bedolfus, ich bin Detective. Alex! Ach komm, ey! Bedolfus!
Munition. Mach bitte mal den Aufzug runter, ich bin Detective. Ja, wenn ich erstmal irgendwie aus meinem Loch rauskommen könnte. Achtung, Furcht, ich stehe neben dir. Ja. Vorne mich gleich wieder auf dich erschießt. Ich bin übrigens confirmed, Leute, ne? Was höre ich da? Ach, hier geht's gar nicht weiter. Nee, ja, leider nicht. Hoch. Das Skybox. Pierre, ja, ich hab den Alex getötet. Ja? Kannst du mir ein Hallending vielleicht hinstellen? Dann habe ich Angst vor dir, Sepp. Ich sag dir, wer es ist. Wow, ich habe gerade Fallschaden gekriegt, obwohl ich mich noch festhalten konnte. Von Alex. Und zwar, Flo ist es. Wenn du mal Leben gibst. Was? Wieso warum? Denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Kann ich die Leiche vom Alex beschützen? Doch, weil Feldo da oben gerade gestorben ist, oder Feldo? Siehst du? Feldo keine Ahnung, ob er da oben gestorben ist. Safe Call. Ja, ich sehe die Leiche von du Feldo sein, da oben. Nein, ich stehe drin. Ich kann gar nicht rausschießen. Safe Call. Flo ist wirklich. Safe Call, Flo. Wer ist denn jetzt noch da? Alex. Ich nehme mal an, nur wir beide. Echt jetzt? Ich weiß gar nicht, wo Alex gestorben ist. Weißt du es? Ja. Und Alex lebt wieder. Verarsch mich doch nicht. Bin gerade zufällig gefunden. Kinder, nee. Ja, Sepp. Das ist echt anstrengend mit euch. Du hättest das auch getan. Ja, schon, aber es ist trotzdem anstrengend mit euch. Vor allem, dass die anderen immer schon sterben, weil das letzte übrig bleibt. Oh. Das ist jetzt die Sache, ne? Was macht man da jetzt? Ja gut. Keine Ahnung. Wo ist denn der nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Achso, ich kann mir... Na, Radar kann ich mir nicht mehr kaufen, scheiße. Er ist da oben auf dem Haus. Zumindest sagt das mein Radar. Jo. Wahrscheinlich im Dachgeschoss. Moment, warte mal kurz. Was testen? Schade. Ernsthaft? Regenbogen? Ja, vielleicht geht er ja durch, habe ich mir gedacht, weißt du? Ernsthaft? Ich hab mir gedacht, vielleicht geht er durch, ne? Bist du noch da, Pommes? Ah, fuck. Ja. Okay, ich hab grad gedacht. Ich hab gerade gedacht, bestimmt steht einer da oben. Wo warst du? Mal besser hin. Bist du hochgegangen? Ich war ganz oben drauf. Wie kommt man da hin? Wohin? Da, wo du da bist, oder bist? Da, wo ich hier bin? Ja. Man kann hier an dem Efeu hochklettern. Ach, lol. Genauso wie man hier an dem Efeu hochklettern kann. Ja, das wusste ich, aber danke, Flo, dass du mich erschossen hast. Gerne. Übrigens, danke. Ich hab's gesagt. Ach, Sepp, du warst nicht mehr hier drin, oder was? Okay. Ja, dann holt der Pommes uns beide noch oben drauf. Ja, hier, oder was? Allein? Hä, wie kommst du da oben drauf? Egal. Ja, Skills. Immer die Lappen, die wir finden. Der Dolphus war, glaube ich, der Lover. Den habe ich mit Pierre der Scout, der Ball noch gemutet, no Scope, ne? Geholt. Ja, danke schön dafür übrigens. Pierre und, Feldo, hallo? Beide anscheinend weg. Den Feldo, den habe ich gesniped. Nee, ich meine, weil die beiden noch gemutet sind. So. Dann habe ich Alex wiederbelebt. Sehr schön, danke. Ich konnte nicht viel machen, außer was verschießen, was nicht. Und ich hab's gesagt, dass er es macht. Da bin ich wieder. Entschuldigung. Yay. Bei mir gibt's hier gerade daheim so ein paar kleine Umräumarbeiten. Wir haben dich so vermisst. Nachts um halb eins. Feldo, diesmal kannst du dir wirklich nicht trauen. Geht der Aufzug nicht für Innocence? Hier. Flo? Alter, ach, danke! Oh, Orbital Friendship Bean, yay! Wir waren es nicht. Also ich wollte gerade sagen, kann sicher sagen. Auf mich, ich war's auch nicht. Ich bin hier unten, wollte gerade in den Aufzug reingehen. Und genau da wurde er reingesetzt. Warum hast du Schaden, Feldo? Ja, ich wundere mich auch gerade. Ah, Feldo. Safe Kill. Ich. Was? Vorsicht, ich bin hier auch. Wer ist das hier? Feldo. Warum sind alle Leute hier zu? Runter, bitte. Ja, bring dich einfach um, ohne ersichtlichen Grund. Natürlich ist ein ersichtlicher Grund, Mann. Geh runter. Was ist mit schon der ersichtliche Grund? Du hast Schaden. Und ich glaube dir deine. Ja, den hab ich bekommen, weil ich. Ja, und ich glaub dir deine Story nicht. Ganz einfach. Und er war Traitor. Ich hab. Hallo, Leute, ich hab. Leute, ich hab Feldo. Leute, hört ihr mal zu? Feldo war Traitor, ich hab ihn getötet. Ich bin safe, Mann. Und übrigens, Feldo, bevor du wieder rumschreit, ich hab dich gekillt, weil ich dir einfach deine Story nicht geglaubt habe in dem Fallschaden. Aber dann ist es doch Pierre. Fick dich. Sepp ist es, Schwätze, Sepp ist es. Sepp oder Pierre? Holt's doch einfach aufeinander. Nein. Danke. Wer war's? Denn Sepp? Ah, okay. Sepp war's. Ja, aber es war doch klar, holt's doch einfach aufeinander. Ja, deswegen hab ich mich da rausgehalten. Ich hab gesehen, nur noch der Detective ist da, Alex. Feldo, du bist mir noch gemutet. Ich sind da.
Also so. Muss ich jetzt Pierre entschuldigen, ja. Sonst bin ich tot. Ja. In diesem Sinne, ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.